Ja, einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Markus Lang. Ich bin verantwortlich für das Projekt Orte der Demokratiegeschichte beim Weimarer Republik e.V. und ich werde heute diese Veranstaltung moderieren. Ich darf Sie alle zunächst im Namen des Weimarer Republik e.V. begrüßen zu dieser Veranstaltung Einigkeit und Recht, doch Freiheit, 150 Jahre Kaiserreich. Wir organisieren die seitens des Weimarer Republik e.V. in Zusammenarbeit mit der AG Orte der Demokratiegeschichte. Einen ganz besonderen Dank möchte ich den Teilnehmern an unserem Podium aussprechen, die ich jetzt gerne in alphabetischer Reihenfolge schnell vorstellen möchte. Michael Dreyer lehrt politische Theorie und Ideengeschichte am Institut für Politikwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er leitet dort die Forschungsstelle Weimarer Republik und ist Vorsitzender des Vorstands des Weimarer Republik e.V. Kirsten Heinsohn ist Professorin für deutsche Geschichte an der Universität Hamburg und stellvertretende Direktorin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Und Ulrich Lappenküper ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und Geschäftsführer, Mitglied des Vorstands der Otto von Bismarck Stiftung. Herzlichen Dank dafür, dass Sie heute mit uns über das Kaiserreich diskutieren möchten. Kurz zum Prozedere. Wir haben ungefähr eine Stunde vor uns. Zunächst werden wir mit den Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer diskutieren. In der zweiten Hälfte der Veranstaltung werden wir auch Fragen aus dem Publikum aufgreifen. Bitte nutzen Sie dazu den Chat. Mein Kollege Roland von Kinzel wird Ihre Fragen dann an das Podium weitergeben. Ein Hinweis auch darauf, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen, dadurch, dass Sie hier teilnehmen und sofern Sie Ihr Video freigeben, interpretieren wir das auch als Zustimmung dafür, dass wir diese Aufzeichnung im Rahmen des Weimarer Republik e.V. und der AG Orte der Demokratiegeschichte veröffentlichen dürfen. Wir im Weimarer Republik e.V. möchten Geschichte und Erfahrung der Weimarer Republik aufarbeiten und für unsere heutige Demokratie nutzbar machen. Und genau aus dieser Perspektive interessieren wir uns auch für das Kaiserreich als den unmittelbaren Vorgänger der ersten deutschen Republik. Und dieses Kaiserreich wollen wir gerne in eine Demokratiegeschichte einordnen und fragen, wie passt das da rein? Letzten Mittwoch hat der Bundespräsident in seiner Ansprache zum Kaiserreich die Frage aufgeworfen, ob wir denn geschichtspolitische Interventionen bräuchten, um die Erinnerung an das Kaiserreich zeitgemäß zu gestalten. Nun ja, Geschichtspolitik wollen wir in diesem Rahmen doch lieber den Politikern überlassen, aber auch Historiker und andere Geistes- und Sozialwissenschaftler haben wertvolle Beiträge zu dieser Debatte zu leisten. Und so hoffen wir, dass wir heute in diesem Kontext einfach auch wertvolle Angebote machen können, die dann in einen gesellschaftlichen Diskurs einfließen können, indem wir uns damit beschäftigen, wie wir uns an dieses Ereignis und an diese Phase der deutschen Geschichte erinnern wollen. Ganz kurz, um in die Diskussion einzusteigen. Nach Georg Jelinek zeichnet sich ein Staat durch drei Elemente aus: durch das Staatsgebiet, die Staatsgewalt und das Staatsvolk. Wenn man so will, mit der Einigung der deutschen Staaten unter der Führung von Preußen war es gelungen, endlich diese lange Forderung des 19. Jahrhunderts nach einem einheitlichen Staatsgebiet zu verwirklichen, wenn auch in der kleindeutschen Lösung. Mit der Proklamierung des Kaiserreiches, heute vor 150 Jahren, sehen wir hier die massive Staatsgewalt versammelt. Kaiser, Kanzler, die Fürsten der Einzelstaaten. Was aber auf diesem Bild von Anton von Werner völlig fehlt, und zwar mit voller Absicht aller Beteiligten, das ist das Staatsvolk. Und mit dieser Leerstelle möchte ich gerne in die Diskussion einsteigen. Frau Heinsohn,
Wie müssen wir uns das Staatsvolk, wie müssen wir uns die Gesellschaft zur Zeit der Kaisergründung vorstellen? Ja, ich warte mal ab, bis wir alle gut zu sehen sind. Ich freue mich sehr, dass ich an der Diskussion teilnehmen kann und werde jetzt versuchen, diese Frage zu beantworten nach der Gesellschaft zu Beginn des Kaiserreiches. Die große Überschrift, die ich da vergeben würde, lautet eine dynamische Gesellschaft im Wandel, die sich hinsichtlich verschiedener Ebenen sehr, sehr dynamisch entwickelt hat. Und ich werde jetzt mal vier davon kurz benennen. Ich kann das nicht umfassend machen hier. Da bitte ich um Verständnis, bin aber gern bereit, das eine oder andere noch auszuführen. Um 1870 hatte das Gebiet, das dann das Deutsche Reich umfasste, 40 Millionen Menschen als grob Einwohner in sich vereint. Was wir erleben während des Kaiserreiches, ist ein Übergang, den wir in der Forschung bezeichnen als den Übergang von der vorindustriellen in die industrielle Bevölkerungsweise. Und das zeichnet sich vor allen Dingen durch eine extrem starke Urbanisierung aus, also den Zug in die Städte und ein sehr, sehr starkes Bevölkerungswachstum. Also um 1910 hat das Deutsche Reich schon 65 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Das ist also eine sehr deutliche Steigerung. Vielleicht ist als Zahl auch noch von Interesse hier, dass bei der Reichsgründung ungefähr 200.000 Menschen, die als Ausländer gelten, im Deutschen Reich lebten. 1910 waren es dann schon 1,3 Millionen. Also auch dort ist eine exponentielle Steigerung da. Wir haben also eine Bevölkerung, die wächst, die sich auch verändert. Die Jugendlichkeit der Bevölkerung, der Gesellschaft im Kaiserreich nimmt sehr stark zu. Das hat mit den demografischen Entwicklungen zu tun. Die will ich jetzt hier nicht alle thematisieren, aber wir haben eine sehr dynamisch wachsende, auf Städte sich konzentrierende Gesellschaft, in der, und das ist das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, große Wanderungsbewegungen entstehen. Eine Wanderungsbewegung kennen Sie alle, das ist die große Auswanderung. Zwischen 1860 beginnt die und geht bis 1890. Das sind die Auswanderungswellen vor allen Dingen in die USA, wo sehr viele junge Männer, junge Familien in die USA gehen, weil sie in den deutschen Bundesstaaten keine ausreichenden Verdienstmöglichkeiten mehr sehen. Wir haben aber auch eine sehr starke Binnenwanderung im Kaiserreich. Also dieser sich industrialisierende Staat wird getragen von einer Bevölkerung, die sich sehr stark von Ost nach West verlagert. Das hat mit den Urbanisierungs- und Aufbau der Industrialisierungszentren zu tun, vor allen Dingen im Ruhrgebiet. Es gibt auch dann folgend eine transnationale Wanderung. Aus Polen zum Beispiel kommen sehr viele Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen regelmäßig in die Gebiete des Deutschen Reiches. Auch die gehören dann, wenn Sie so wollen, zur Gesellschaft dazu. Die sind da erzeugt auch Konflikte. Klaus Bade, der sehr viel in diesem Bereich geforscht hat, hat mal einen für mich sehr interessanten Satz dazu gesagt. Er hat festgestellt, dass um 1907 ungefähr 50% der damaligen Bevölkerung im Deutschen Reich nicht mehr dort lebte, wo diese Person geboren war. 50% haben sich bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser Zeit des Kaiserreiches. Wir haben aber auch eine Gesellschaft, die sich in einem Nationalstaat, das ist mein dritter Punkt, organisiert zunehmend. Weniger, es gibt noch diese starke bundesstaatliche und regionale Identifizierung, aber es entsteht zunehmend ja auch ein übergeordneter Nationalstaat. Und dieser ist vor allen Dingen durch Zugehörigkeiten und Ausgrenzungen definiert. Und das erleben Menschen unterschiedlich, je nachdem, zu welcher Religion sie damals gehörten. 60% der Bevölkerung im Deutschen Reich waren protestantisch geprägt, aber Sie wissen, es gibt Bundesstaaten, die sind sehr viel stärker katholisch geprägt. Es gibt im Norden vor allen Dingen die protestantisch geprägten Staaten, aber im Westen auch sehr stark katholisch und im Süden sehr stark katholisch geprägte Staaten. Die Juden waren eine Minderheit von ungefähr 500.000 Personen zur Zeit der Gründung des Kaiserreiches. Es ist auch eine wichtige Minderheit, die sich in diesem neuen Nationalstaat zwar voll emanzipiert rechtlich orientieren musste, de facto aber sehr häufig mit Antisemitismus konfrontiert war und auch mit konkreten Ausgrenzungen aus Berufen. In dem Kreis der Wissenschaft muss ich das nicht weiter ausführen, das ist bekannt, kein einziger Jude konnte ordentlicher Professor werden zur Zeit des Kaiserreiches, trotz rechtlicher Emanzipation.
Wir haben also den religiösen Gegensatz, der sich unter anderem bei den Katholiken auch gegen die Katholiken in dem sogenannten Kirchenkampf dann zeigte. Der hatte aber auch noch andere Gründe, das hatte nicht nur religiöse Gründe. Wir haben die religiösen Minderheiten, wir haben aber auch nationale Minderheiten, die in dieser Gesellschaft leben. Das sind die Polen zum Beispiel, die im Ruhrgebiet große eigenständige Vereine auch gegründet haben, um ihre Kultur weiter zu pflegen. Das ist im Norden, das sind die Dänen in Schleswig, wo eine gemischte Bevölkerung herrschte. Es ist im Südwesten, Elsass, Lothringen und die Randgebiete, also diese Verbindung mit Frankreich, sind da ja auch noch in der Gesellschaft vorhanden. Auch das Wissen über die anderen Gesellschaften. All das gehört auch zu dieser Gesellschaft in dem sich begründenden Nationalstaat Kaiserreich. Und es gibt viertens, darauf möchte ich hinweisen, sehr starke Milieus, Milieutrennungen innerhalb dieser Gesellschaft, die aufgrund von kulturellen oder auch politischen, denken Sie an die Sozialdemokratie und die Arbeiterbewegung, eine starke Bewegung in der Gesellschaft des Kaiserreiches, die aufgrund dieser Grenzen in ihrem eigenen Milieu weiterleben. Ja? Die sind nicht so stark miteinander verbunden, dass sie über, sagen wir mal, Medien sind die Katholiken und die Arbeiter nicht so stark verbunden, wie wir das vielleicht heute annehmen würden. Da müssen wir uns sehr viel stärker Grenzen zwischen diesen Milieus vorstellen. Es ist also eine sehr fragmentierte Gesellschaft auch. Auch das ist etwas, was die Gesellschaft des Kaiserreiches auszeichnet. Wenn Sie alle diese vier nur jetzt mal rausgegriffenen Differenzen in der Gesellschaft, Differenzierung in der Gesellschaft nehmen, dann können Sie sich vorstellen, dass in dieser Gesellschaft, die so dynamisch wächst und sich dynamisch verändert, viele Konflikte entstehen. Dass dort Mentalitäten, politische Ansprüche, Lebensweisen aufeinanderstoßen, die diskutiert werden sollen. Und das ist das, was in der Gesellschaft dann häufig als diese sozialen Fragen genannt wird. Ja, also wir haben die Frauenfrage, wir haben die Arbeiterfrage, wir haben die Judenfrage, wir haben die Polenfrage. Es gibt, glaube ich, kaum eine Gesellschaft, die sich so viele Fragen gestellt hat wie die Gesellschaft im Deutschen Kaiserreich und versucht hat, das wissenschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu lösen. Und in diesem Lösungsdiskussionsprozess entstehen eben dann auch Vermittlungsversuche aus der Gesellschaft selbst. Da entstehen zivile, wir würden heute sagen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Vereine, Organisationen, die einen Beitrag leisten wollen zur Verbesserung dieser nationalstaatlich gefassten Gesellschaft. Und das ist etwas, was wir sehr ambivalent aus der Wissenschaft im Moment bewerten. Da ist was in Bewegung gekommen. Wir können diskutieren vielleicht nachher mal, ob wir das als einen Demokratisierungsvorgang bezeichnen möchten oder ob wir den anders fassen wollen. Die sozialen Bewegungen werden sehr stark im Kaiserreich. Da muss ich hier auch auf die Frauenbewegung nochmal hinweisen. Das Kaiserreich ist die Hochzeit der bürgerlichen und der sozialistischen Frauenbewegung damals. Also da können wir als Bild der Gesellschaft in Bewegung auch auf der Frauenseite unbedingt festhalten. Und das alles zielt ab, diese sich modernisierende Gesellschaft zu begleiten, zu formen und nicht nur von oben gründen zu lassen, sondern auch, wenn Sie wollen, etwas plakativ jetzt von unten mitzugestalten. Vielleicht reicht das erstmal, um in die Diskussion einzusteigen. Ja, herzlichen Dank. Da wird die Gesellschaft geradezu lebendig als mobile, hochgradig mobile, dynamische, sich wandelnde, spannungsgeladene Gesellschaft, die dann auch aus sich heraus versucht, Problemlösungen letztlich anzubieten und in das politische System hineinzubringen. Mhm. Damit kommen wir im Prinzip auch zu einer zweiten Leerstelle aus dem Werner-Gemälde. Eines der zentralen Organe jeder modernen Demokratie ist das Parlament, das in diesem Gemälde eben auch nicht vertreten ist. Wichtige Funktion des Parlaments ist es ja, die gesellschaftliche Dynamik aufzugreifen und in politische Entscheidungen umzusetzen. Und wir haben zum Beispiel auf der Tagung, die wir mit der Bismarck-Stiftung, mit der Forschungsstelle und Weimarer Republik e.V. im Oktober organisiert haben,
mehrfach argumentiert bekommen, zum Beispiel von Hedwig Richter, dass das Wahlrecht zum Reichstag eines der demokratischsten Wahlrechte war, das man sich zu dieser Zeit überhaupt vorstellen konnte. Aber wie sieht denn das nun aus, Herr Lappenküber, mit dem Parlament? Welche Stellung hatte der Reichstag zu Beginn des Kaiserreichs in der Verfassungsstruktur und wie hat sich das im Verlauf der Geschichte verändert? Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen, mit Ihnen gemeinsam diskutieren zu dürfen, an diesem ja geschichtsträchtigen Tag, 150 Jahre Reichsgründung. Vielleicht doch vorab eine kleine Ergänzung zu dem, was Frau Heinzung gesagt hat und vielleicht auch schon ein Einstieg in eine mögliche Debatte. So richtig es ja ist, und so wichtig es ist, den dynamischen Wandel der Gesellschaft des Kaiserreiches herauszustellen, so notwendig scheint es mir doch aber auch gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass diese Dynamik eben sehr wohl auch das Phänomen der Massenpolitisierung mit einbezogen hat oder mit umfasst hat oder eben durchaus auch den aus meiner Sicht nicht mehr hinterfragbaren Prozess einer Demokratisierung, also Egalisierung und Partizipation breiter Bevölkerungsschichten, mindestens im lokalen, aber auch im regionalen Bereich. Das war, glaube ich, auch eines der zentralen Ergebnisse unserer Tagung, von der Sie gerade gesprochen haben, Herr Lang, sind, glaube ich, hinreichend überzeugend erforscht worden. Die Frage in der Tat, die sich daraus ergibt, wie sieht sich da, oder wie sieht das denn auf der Ebene des föderalen Bundesstaates aus. Wie sieht das im Reich aus? Eine Anekdote mit Blick auf das Ausgangsstatement von Ihnen, Herr Lang. Wenn wir auf die von Wernersche Kaiserproklamation schauen, so sehen wir da zugegebenermaßen keine Zivilisten, mindestens nicht im Friedrichshoher Ausschnitt. Auf dem größeren Bild, das ja viel mehr Personen umfasst, gibt es doch hier und da den einen oder anderen Zivilisten. Wir wissen, dass ja sogar auch Krankenschwestern, Diakonissinnen mit an der Kaiserproklamation, wenn auch nur ganz verschämt, versteckt in der Ecke mit teilgenommen haben. Aber wichtig wäre an der Stelle mindestens auch der Hinweis, dass diese Kaiserproklamation am 18. Januar in der Tat im Wesentlichen von Fürsten und Soldaten, von hohen Militärs vollzogen worden ist. Erinnert werden darf aber oder muss gleichwohl, wenn Sie den Reichstag angesprochen haben, daran, dass wenige Wochen zuvor eine Delegation des Reichstags des Norddeutschen Bundes, das Deutsche Reich gab es ja noch nicht, aber eine Delegation des Reichstags des Norddeutschen Bundes, immerhin unter dem Vorsitz von Simson, also eines 48ers, nach Versailles gereist ist, um dem noch nicht Kaiser Wilhelm I. ja die Kaiserkrone anzubieten. Was nichts anderes bedeutet, als dass hier das Bild der Reichsgründung von oben ja mindestens doch ein demokratisierendes weiteres Element gewinnen könnte, zumindest als Debattenbeitrag. Aber um es natürlich klar zu sagen, so wenig wie wir Bismarck zum Demokraten schwenken können, lässt sich auch das Deutsche Kaiserreich trotz der Practicing Democracy, von der Margaret Anderson ja gesprochen hat, zur Demokratie erheben. Die Verfassung vom 16. April 1871 gründete weder auf der Idee der Volkssouveränität noch auf der Anerkennung von Menschen- und Bürgerrechten, wie Eckart Conze ja durchaus zu Recht betont. Doch an dieser Stelle bedarf es gleichwohl, wie ich finde, sofort der ergänzenden Frage und auch einer Bemerkung. Die Frage lautet, welche europäische Verfassung des späten 19. Jahrhunderts fußte auf der von der Französischen Revolution geborenen Idee der Volkssouveränität? Und die Bemerkung, im Gegensatz zur Paulskirchenverfassung enthielt die Reichsverfassung tatsächlich keinen Grundrechte- oder Bürgerrechtekatalog. Sie enthielt aber sehr wohl Bürgerrechte und auch wie zum Beispiel das Presserecht. Und wenn die Reichsverfassung sich hier dezidiert zurückhielt, um es ganz vorsichtig zu formulieren, sollte schon auch darauf hingewiesen werden, dass Bürger- und Grundrechte in vielen Landesverfassungen enthalten waren. Das heißt also auch
Der Bürger des Deutschen Reiches besaß sehr wohl, sei es jetzt eben durch die jeweilige Landesverfassung oder mitunter sogar auch durch die Reichsverfassung, gewisse Bürger- und Grundrechte. Überdies gilt es zu betonen, dass die Monarchie der Hohenzollern mit ihrem allgemeinen, geheimen und freien Männerwahlrecht zugegebenermaßen, wie damals üblich, auch das wird man hinzufügen müssen, nur die Männer hatten dieses Recht, im internationalen Vergleich durchaus Maßstäbe setzte. Der Reichstag war an allen Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Er gewann im Übergang von der Interventions- zum Sozialstaat kontinuierlich an Einfluss. Da die föderale Struktur die Erledigung eines Großteils der staatlichen Aufgaben nur im Zusammenspiel von Reich und Bundesstaaten erlaubte, zwang sie die Akteure auf den verschiedenen Ebenen dieses Mehrebenensystems namens Deutsches Reich zur Kooperation. Die Tagung, von der Sie vorhin gesprochen haben, Wolfram Püther hat diese Tagung ja dazu genutzt, darauf aufmerksam zu machen, dass im Reichstag, im Bundesrat und in den Parteien der Kompromiss als institutionalisiertes Ausgleichsverfahren zur Richtschnur des politischen Handelns avanciert sei. Mindestens als These hochspannend, über die wir weiter nachdenken müssen. Oliver Hart spricht in seinem soeben erschienenen monumentalen Buch über Bismarcks ewigen Bund von einer spektakulären Metamorphose des Reiches, die von vier großen Wandlungsprozessen gekennzeichnet war. Zum einen der Zentralisierung föderaler Kompetenzen, der Monarchisierung des Kaiseramtes, der Nationalisierung des Bundesrates und, das ist der zentrale Punkt auf Ihre Frage hin abzielend, der Parlamentarisierung der Reichsgewalt. Gab es also, so wird man fragen müssen, und wie ja schon Manfred Frau in den 1970er Jahren behauptet hat, eine stille Parlamentarisierung, die das Reich am Ende des Ersten Weltkriegs in einen manifesten Parlamentarismus geführt hat? Oder müssen wir nicht doch eher der These von Christoph Schönberger folgen, wonach der unbestreitbare Einflussgewinn des Reichstages nicht zu einer Parlamentarisierung des Systems geführt, der die fortschreitende Demokratisierung, ja sogar die Parlamentarisierung erschwert habe? Nun kann kein Zweifel bestehen, dass die Kompetenzen des Reichstags in wichtigen Politikbereichen empfindlich eingeschränkt waren. Ich denke da zum Beispiel an den Finanzbereich. Die Finanzhoheit oblag ganz wesentlich den Ländern, den Bundesstaaten und nicht dem Reich selbst. Vor allem fehlte ja dem Reichstag, die Möglichkeit der Reichsregierung, das Misstrauen auszusprechen. Der Reichstag hat die Regierung nicht bestellt. Er hatte auch keine Möglichkeit, die Regierung abzusetzen oder den Reichskanzler abzusetzen. Erst die Verfassungsänderung vom Oktober 1918 setzte dann ja das Fundamentalprinzip eines parlamentarischen Systems um, nämlich die Verantwortlichkeit der Regierung oder des Regierungsgeschäfts gegenüber dem Parlament. Auch da der Hinweis, vor der Revolution im Oktober 1918, nicht erst im November oder im Dezember, und im Gewand der Reform, nicht der Revolution. Für Eckhard Conze, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, wurde der Durchbruch zum Parlamentarismus schon durch die Reichsverfassung blockiert. Müsste nicht stärker, als Conze es tut, darauf hingewiesen werden, dass die Parteien, sogar die Liberalen, die Sozialdemokraten in einer Mentalität der politischen Verantwortungslosigkeit, um einen Begriff von Christoph Nonn zu benutzen, vor der Regierungsübernahme zurückschreckten? Fragezeichen. Sie sehen auch das von mir betrachtete Mosaikstück im Bild des Kaiserreiches ist mindestens diffus und entspricht damit ganz der weithin vorhandenen Auffassung von der Janusköpfigkeit der Moderne im Kaiserreich. Ich würde deshalb gerne dieses erste Statement mit einem Appell beenden. Wir sollten die seit einigen Jahren mehr oder minder ruhenden Forschungen über die Parlamentarisierung des Reiches wieder intensivieren und dabei auch sprachlich-begriffliche Schärfe walten lassen. Wenn es doch ganz klar ist, dass es im Deutschen Reich auf der Reichsebene wie auch auf der Landesebene Parlamente gab, was bedeutet dann Parlamentarisierung? Wenn wir, wie ich finde, mindestens im zivilgesellschaftlichen und auch auf anderen Ebenen
sehr wohl von Demokratisierung sprechen können. Was meint dann Demokratie? Also die Begriffe Parlamentarisierung, Parlamente, Demokratie und Demokratisierung müssen wir, so denke ich, in der Debatte schärfer als das bisweilen der Fall ist, voneinander trennen. Neben dem Reichstag sollten darüber hinaus, wie ich finde, stärker als bisher geschehen, die Länderparlamente sowie auch der Vergleich mit Volksvertretungen anderer europäischer Staaten in den Blick genommen werden. Weder Dämonisierung noch Verherrlichung sind angesagt, um mit Thomas Nipperdey zu enden, nicht schwarz noch weiß ist das Bild des Kaiserreichs, sondern grau in all seinen Schattierungen. Und wir wissen, dass grau mitunter eine sehr attraktive Farbe sein kann. Ja, vielen Dank, Herr Lappenküber, für Ihre Ausführungen, in der Sie von der dynamischen Gesellschaft über die Massenpolitisierung, über das Fehlen eines Konzeptes von Volkssouveränität in diesen ganzen Dokumenten dann aber doch zur Parlamentarisierung und zu den Grautönen gekommen sind. Ich denke, Ihr Appell daran, sich mehr mit der Parlamentarisierung und zwar unter insbesondere mit scharfen Begriffen zu arbeiten, können wir als Steilvorlage für Michael Dreyer verwenden, der als Politikwissenschaftler und Ideenhistoriker sich gerade mit diesen Begriffen Volkssouveränität, Demokratisierung, Demokratie und Parlamentarismus, Parlamentarisierung auseinandersetzt. Herr Dreyer, Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Wie weit hat das Volk im Kaiserreich geherrscht? Ja, vielen Dank und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich will damit anfangen, dass ich sage, dass ich mich an vieles anschließen kann, was Frau Heinsohn und Herr Lappenküper gesagt haben. Aber ich will es mit einem anderen Schwerpunkt jetzt von meiner Seite aus sehen. Lassen Sie mich mit einer Vorbemerkung beginnen. Zunächst mal, wenn das Kaiserreich eine Demokratie gewesen wäre, warum feiern wir dann den 18. Januar, der ein völlig belangloses Datum ist? Das Kaiserreich ist am 1. Januar, nicht am 18. Januar, staatsrechtlich Realität geworden. Da trat die Verfassung in Kraft. Und was heute vor 150 Jahren passierte, ist nur die PR-Veranstaltung, wenn man so will, der Krönung von Kaiser Wilhelm. Das ist nicht der offizielle Beginn des Kaiserreichs. Und allein die Tatsache, dass man natürlich niemals auf den Gedanken gekommen ist, den 1. Januar als Feiertag dafür zu nehmen, nicht im Kaiserreich, nicht danach, ist ein Indikator dafür, dass es mit der Demokratie im Kaiserreich nicht schrecklich weit hergestellt war. Zweiter Schritt, ich will Ihnen zwei Definitionen vorlesen. Die erste, Grundgesetz Artikel 20. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Zweitens, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und in Abschnitt 3 ist dann von der Rechtsbindung, von der Bindung an Gesetz und Recht und an die Verfassung die Rede. Das ist ein Maßstab, den man anwenden kann für Demokratie. Ein weiterer Maßstab ist eine zweite Definition und das ist unser alter Freund Wikipedia. Da heißt es im Artikel Demokratie, Demokratie bezeichnet heute Herrschaftsform, politische Ordnung und politische Systeme, in denen Macht und Regierung vom Volk ausgeht. Dieses wird entweder unmittelbar, direkte Demokratie, oder durch Auswahl entscheidungstragender Repräsentanten, repräsentative Demokratie, an allen Entscheidungen, die die Allgemeinheit verbindlich betreffen, beteiligt. In demokratischen Staaten und politischen Systemen geht die Regierung durch politische Wahlen aus dem Volk hervor. Da die Macht von der Allgemeinheit ausgeübt wird, sind Meinungs- und Pressefreiheit zur politischen Willensbildung unerlässlich. Weitere Merkmale einer modernen Demokratie sind freie und gleiche Wahlen, das Mehrheits- oder Konsensprinzip, Minderheitenschutz, die Akzeptanz einer politischen Opposition, Gewaltenteilung, Verfassungsmäßigkeit, sowie Schutz der Grundbürger und Menschenrechte. Wenn man diese Definition anwendet auf das Kaiserreich, dann bleibt nicht viel übrig von der Demokratie im Kaiserreich. Und deshalb möchte ich jetzt in 6 Punkten meinen
meinen Punkt machen, sechs Punkte, die dann einen Punkt machen, sozusagen. Erstens, Modernisierung und Demokratie sind nicht das Gleiche. Modernisierung hat es gegeben im Kaiserreich, aber Modernisierung wird nicht automatisch zur Demokratie, kann man auch heute sehen, wenn man sich ein Land wie China anguckt, was zweifellos Modernisierung durchmacht, aber keine Demokratisierung. Zur Demokratisierung gehören formale Regeln, die in der Regel schriftlich festgelegt sind in einem Verfassungsdokument und die auch formal geändert werden müssen, wenn sie demokratisch werden sollen aus einem nicht demokratischen System. Zweiter Punkt. Rechtsstaat und Sozialstaat sind wichtig für eine Demokratie, aber sie sind keine hinreichenden Bedingungen. Das Kaiserreich war ein Rechtsstaat, keine Frage. Es hatte Anzeichen eines modernen Sozialstaates, mehr als praktisch irgendein anderes Land Europas und Amerikas. Aber das macht keine Demokratie aus. Das sind andere Kriterien. Dritter Punkt. Aus einer politikwissenschaftlichen und verfassungsrechtlichen strukturellen Perspektive ist das Kaiserreich keine Demokratie, denn es fehlt die wesentliche Komponente, die Bestimmung der Regierung durch das Volk, die auf verschiedene Arten erfolgen kann, aber keine dieser Arten wurde im Kaiserreich tatsächlich angewendet. Vierter Punkt. Die Oktoberreformen, nicht Revolution, die Oktoberreformen von 1918, die Herr Lappenkübler angesprochen hat, die nehme ich umgekehrt als einen Beleg dafür, dass das Kaiserreich keine Demokratie war. Denn wenn es eine gewesen wäre, hätte es dieser Reformen nicht bedurft. Dann hätte man sie nicht machen müssen. Die Tatsache, dass man im Oktober 1918, in 5 Minuten nach 12, nachdem der Weltkrieg verloren war, die Notwendigkeit sieht, solche demokratisierenden Reformen durchzuführen, ist ja ein Indikator dafür, dass vorher etwas gefehlt hat. Und das ist eben die mangelnde Demokratisierung. Fünfter Punkt, Meinungs- und Pressefreiheit, die gibt es zwar, aber sie sind stark eingeschränkt im Kaiserreich und führen auch zu Gerichtsverfahren und Verhaftungen. Und im Wahlrecht, so modern das 1871 auch aussieht, da würde ich Herrn Lappenkübler vollkommen recht geben. Wir reden da ausschließlich vom Reichstagswahlrecht, aber nicht von den einzelstaatlichen Wahlrechten und auch nicht vom Kommunalwahlrecht. Da gibt es ganz erhebliche Unterschiede. Und natürlich das bekannteste Beispiel, das preußische Dreiklassenwahlrecht. Das bleibt bis zu den Oktoberreformen unangetastet. Sechster und letzter Punkt: Zu einer Demokratie gehört auch eine demokratische politische Kultur. Und dazu gehört, dass die Bürger eines Staates als Staatsbürger gesehen werden von der Verfassungsordnung und von den politischen Gewalten. Davon kann im Kaiserreich keine Rede sein. Die Diffamierung und Verfolgung der sogenannten Reichsfeinde, Katholiken am Anfang, dann sozialdemokratische Arbeiter, ethnische Minderheiten, Elsässer, Dänen, Polen und so weiter und so weiter, die das ganze Kaiserreich hindurch eine Position zweiten Ranges eingenommen haben und die ja auch bewusst von den politischen Autoritäten als Reichsfeinde bezeichnet wurden, ist ein weiterer Indikator dafür, dass von einer demokratischen politischen Kultur auch nicht entfernt die Rede sein kann. Am Anfang war das Kaiserreich sicherlich ein wichtiger Fortschritt gerade mit seinem Wahlrecht. Das Problem ist, dass in den nächsten 50 Jahren dann formal gesehen, staatsrechtlich gesehen, praktisch keine Veränderungen mehr erfolgten und dass die Verfassungsordnung so blieb, wie sie war und sich am Ende dann als Hindernis der Demokratie herausstellte. So viel ganz kurz von mir. Ja, auch dazu herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein Bild gezeichnet, das anfängt von einer enorm dynamischen Gesellschaft und endet in einer statischen, in einer statischen Verfassungsstruktur. Ja, da muss man ja eigentlich schon, muss man kein großer Prophet sein, um in diesem Zusammenspiel Probleme zu sehen. Vielleicht als Einstieg in diese Runde, ist das denn so? Also, können wir uns alle auf diese
auf dieses Spannungsverhältnis einigen? Und wenn ja, was ergibt sich daraus für die politische Dynamik und damit auch für die Art, wie wir uns oder für die Fragestellung, wie können wir uns an an diese knapp 50 Jahre, ist ja doch auch eine sehr lange Zeit, die das Kaiserreich existiert hat, erinnern. Frau Heinzorn, wollen Sie wieder einsteigen? Ja, kann ich gern machen. Vielen Dank. Ich hatte mich sowieso schon gemeldet, weil ich die Anregung gerne aufnehmen wollte, dass wir doch mal über die Begrifflichkeiten, mit denen wir über das Kaiserreich sprechen, präzisieren oder zumindest für uns dann definieren, wie wir das meinen. Und ich finde, man kann das ganz gut an der Rolle des Wahlrechts zeigen. Ich stimme Herrn Dreyer zu, ich stimme auch Herrn Lappenküper dazu. Da gibt es kaum Differenzen, glaube ich, zwischen uns. Mir fällt aber allgemein in der Diskussion über das Kaiserreich immer wieder auf, dass gesagt wird, ja, aber das allgemeine Männerwahlrecht, das sei doch ein Zeichen dafür, dass da ein Anfang zumindest von einer Demokratie sei. Ja. Und das, glaube ich, ist falsch. Herr Dreyer hat es eben schon mal angesprochen, die sehr ungleichen Besitzwahlrechte auf Landesebene oder Bundesstaatenebene und auch in den Kommunen haben überhaupt gar keinen Demokratisierungseffekt ausgelöst. Der Demokratisierungseffekt, und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte, dass wir Demokratie und Demokratisierung als einen auch zivilgesellschaftlich produzierten Prozess stärker sehen. Der ist entstanden aus der Opposition. Das ist inzwischen ja auch bekannt. Das ist eine Oppositionsbewegung, vor allen Dingen der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie, aber auch der Frauenbewegung und anderer kleinerer sozialer Bewegungen, die sich dafür einsetzen, dass eben diese Wahlrechte reformiert werden. Und in der Hoffnung, darüber einen Hebel zu finden, das, was Sie angesprochen haben, eine Veränderung auch in der Verfassung, im staatsrechtlichen System langfristig herbeizuführen. Und das passiert nicht. Also da ist die ganze Dynamik, die ich am Anfang geschildert habe, das habe ich bewusst gemacht, hat sich auf die Gesellschaft bezogen, wie die Gesellschaft sich verändert hat, die Zusammensetzung und so weiter. Aber politisch und auch staatsrechtlich, das hat Herr Dreyer und Herr Lappenküper haben das betont, ändert sich überhaupt gar nichts. Und das hat damit zu tun, dass es eben nicht um den Aufbau einer Demokratie geht, sondern dass wir, wenn wir gesellschaftshistorisch gucken, wir sehen Demokratisierungseffekte, die sich aus Oppositionstätigkeit ergeben, aus Widerstand, aus Unmut darüber, wenn ich jetzt bei den Frauen nochmal bleiben darf, dass ein bürgerliches Gesetzbuch endlich eingeführt wird, in dem aber die Rechtsstellung der Ehefrau extrem benachteiligt bleibt und die gesamte Frauenbewegung, die sich vorher sehr viel Gedanken gemacht hat, wie eine Gleichberechtigung von Ehefrau und Ehemann in der Familie aussehen sollte, wird vor den Kopf geschlagen von sämtlichen Juristen des Deutschen Reiches, die die Position der Ehefrau nach wie vor ökonomisch und sozial sowieso politisch auch als minderwertig definieren, als Abhängige. Da haben wir also einen Prozess, wo die Frauenbewegung sich an diesem einen Punkt sehr aktiv in die gesellschaftliche und politische Debatte einbindet, über die Formen, die sie kennen, Eingaben, Petitionen, Zeitungsartikel, Diskussionen und Demonstrationen. Aber es ändert nichts. Und da kommt dann eben der Punkt hinein, dass diese vorpolitischen Organisations- oder Mitteilungsmöglichkeiten nicht ausreichen, dieses starre System wirklich irgendwie in Bewegung zu bringen. Das politische System ist echt ziemlich starr. Was nicht heißt, Herr Lappenküper, dass es nicht eine Fundamentalpolitisierung gegeben hat, das ist mir klar. Das halte ich aber eher für einen gesellschaftspolitischen Prozess und nicht für einen systempolitischen Prozess. Ja, Herr Lappenküber, Sie wurden jetzt auch direkt angesprochen. Bevor ich Ihnen das Wort erteile, nochmal kurz die Erinnerung an unser Publikum. Bitte halten Sie sich nicht zurück, wenn Sie Fragen haben an unsere Referentinnen und Referenten, dann schreiben Sie bitte Ihre Fragen in den Chat, damit wir die aufgreifen können. Herr Lappenküber. Ja, gerne. Zunächst drei Bemerkungen. Das eine, ich habe vorhin ganz explizit darauf hingewiesen, dass das Kaiserreich natürlich keine Demokratie war. Herr Dreyer, es hätte mich allerdings
mehr überzeugt als die Definition, die Sie gegeben haben, wenn das jetzt nicht Definitionen aus dem 21. Jahrhundert gewesen wären. Gibt es, sei es Wörter, Lexika etc. pp., entsprechende Staatshandbücher des späten 19. Jahrhunderts, die Demokratie definieren? Und wenn ja, wie wird das damals oder wie ist es damals gehandhabt worden? Der Hinweis Da steht deshalb, Herr Dreier gleich mal auf und holt ein. ja, der Hinweis ist deshalb, wie ich finde, wichtig, weil es meiner Meinung nach notwendig ist, ganz allgemein, super, ganz allgemein, so wie wir jetzt hier argumentieren, die Zeit eben aus der Zeit heraus zu verstehen und nicht das Demokratisierungs- oder nicht vorhandene Demokratisierungspotenzial hier eines Staatswesens, eines Gemeinwesens in der Begrifflichkeit des frühen 21. Jahrhunderts fassen zu wollen. Das ist, wie ich finde, ein bisschen schief, weil ich nicht so recht weiß, ich gebe da offen zu, da sind Sie viel eher der Fachmann als ich, inwieweit es da nicht sehr wohl durchaus sprachliche Veränderungen oder auch inhaltliche Veränderungen gegeben hat. Der zweite Punkt, ja natürlich, noch einmal, das Kaiserreich war keine Demokratie, aber wir haben über die gesellschaftlichen Ebenen hinaus, über die zivilgesellschaftlichen Ebenen hinaus sehr wohl einen sich intensivierenden Demokratisierungsprozess, der ja durch das Reichs, durch das allgemeine Wahlrecht auf der Reichsebene eben immerhin auch ermöglicht worden ist, dass Parteien in der Reichsverfassung explizit Erwähnung finden und hier nun die Möglichkeit haben, auch Opposition zu betreiben. Das ist ja vollkommen richtig. Ermöglicht aber hier eben nicht nur eine zivilgesellschaftliche Massenpolitisierung, sondern sehr wohl ja auch eine Weiterentwicklung dieses Politisierungssystems innerhalb der parlamentarischen Ebenen. Und wir sollten noch einmal auch mein Appell von vorhin in Erinnerung rufend, uns eben nicht nur auf den Reichstag konzentrieren, sondern eben auch die Parlamente, die Länderparlamente in den Blick nehmen. Die Hamburger Bürgerschaft, Frau Einsohn, war im 19. Jahrhundert anders als heute, vollkommen klar, aber sowohl das Wahlrecht als auch das Funktionieren, das geben ja nun die Publikationen darüber sehr schön her, war eben auch nicht unbedingt mit dem preußischen Parlament in Einklang zu bringen oder zu vergleichen schon, aber gleichzusetzen. Also auch hier spielt, wie ich finde, spielen die Ambivalenzen auf den verschiedenen Ebenen dieses Mehrebenensystems Kaiserreich, Deutsches Kaiserreich, eine große Rolle, die wir explizit auch in den Blick nehmen sollten, um uns vor pauschalisierenden Urteilen im negativen wie im positiven Sinne zu hüten. Das allgemeine freie geheime Wahlrecht hat es eben sehr wohl ermöglicht, auf der Reichsebene hier einen sich intensivierenden Politisierungsprozess im Reichstag die Tür zu öffnen. Und ich denke schon, dass wir ganz deutlich darauf hinweisen sollten und müssen, dass die Arbeit des Reichstages sich zwischen 1871 und 1914, wenn wir mal die Kriegsphase nun ja ein Stück weit zurückstellen, sich sowohl ganz grundlegend geändert hat im Sinne eines allgemeinen Politisierungsprozesses, dass der Reichstag sehr wohl mehr Kompetenzen gewonnen hat, immer zugegebenermaßen unterhalb der Schwelle der Vollparlamentarisierung, wenn man den Begriff so benutzen darf, also im Sinne der Verantwortlichkeit der Reichsregierung gegenüber dem Parlament. Wenn es zu dieser Parlamentarisierung erst 1918 im Oktober als Reform und innerhalb der Zeit des Kaiserreiches gekommen ist, war das, so denke ich, aber auch ein Teil, zum Teil mindestens den Parteien selbst zuzuschieben, ein Versagen der Parteien, die sich letztlich davor ein Stück weit gedrückt haben, die Verantwortlichkeit voll auch zu übernehmen. Ja, die Demokratisierung oder Demokratie damals und heute, das richtete sich ja direkt an Michael Dreyer. Bitte die Antwort darauf. Ja, was diese dynamischen Prozesse angeht,
sind wir, glaube ich, alle drei uns einig, dass es die gegeben hat. Massenpolitisierung, Opposition, würde ich auch Frau Heinsohn zustimmen, Oppositionsbewegungen in der Gesellschaft, halte ich alles für völlig richtig. Aber für eine wirkliche Demokratisierung muss eben irgendwann auch mal ein Verfassungstext geändert werden. Und dazu kommt es nicht bis zum Oktober. Was man auch hervorheben muss, es ist ja gerade in Preußen nicht so, dass keine Versuche unternommen werden, diese Texte zu ändern und solche Demokratisierung durchzuführen, nur sie scheitern eben alle, teils am Widerstand des Herrenhauses, teils an anderen Widerständen. Also Demokratisierungsbestrebungen in formaler Hinsicht gibt es auch jede Menge, gerade nach 1914, nach Kriegsausbruch. Aber nichts davon führt bis zu dem Moment, wo es zu spät ist, führt zu einer wirklichen Veränderung. Herr Lappenkümmer, was Sie sagen mit der Demokratiebegriff des 21. Jahrhunderts, ja, da haben Sie natürlich im Prinzip recht. Nur die Grundannahme, nämlich die Annahme, dass die Regierung aus dem Volk heraus geht, von dort durch Wahlen bestimmt wird, egal wie das jetzt en Detail geregelt ist. Und eben nicht aus einer in sich selbst ruhenden Obrigkeit stammt, das ist der zentrale Unterschied. Und der wurde niemals erreicht im Kaiserreich. Das sind übrigens auch nicht nur Probleme, die wir von heute sehen, sondern wenn Sie die zeitgenössischen Kritiker sich angucken, Hugo Preuß ist einer, den ich erwähnen könnte. Und es gibt viele andere, die haben das ja auch alle schon registriert. Schon beim Sturz von Bismarck schreibt Hugo Preuß, dass in jedem Volksstaat Bismarck jetzt als Politiker weiterhin eine Rolle spielen würde. Er wäre nach wie vor Führer seiner Partei und würde im Parlament eine Rolle spielen. Aber genauso wie er aus dem unerlässlich, unbegründbaren Schluss der Obrigkeit in seine Stellung gehoben werde, genauso werde er jetzt auch wieder entfernt daraus. Und das habe nichts mit einer Herrschaft des Volkes zu tun. Und dieses Grundprinzip, das fehlt von Anfang bis Ende. Dass es darüber hinaus viele Veränderungen gegeben hat in der Dynamik der politischen Prozesse, ja, das gebe ich ohne weiteres zu. Und natürlich gibt es auch so solche Sachen wie den badischen Liberalismus, wo ja in der Tat liberale Parteien quasi eine parlamentarische Regierungspartei darstellen. Und da würde ich Ihnen auch völlig recht geben, die Rolle der Länder, die muss viel stärker untersucht werden. Und unter Ländern verstehe ich nicht nur Bayern und Preußen, sondern es gab auch noch ein paar andere, die da ganz interessant wären. Und da wissen wir immer noch viel zu wenig drüber. Gilt übrigens auch für die Weimarer Republik, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ein Appell daran, an alle Zuhörer, sich stärker auch mit der Geschichte der Länder im Kaiserreich und in der Weimarer Republik zu beschäftigen. Da gibt es noch viel zu holen, noch viel Neuland zu entdecken. Ich würde jetzt ganz kurz einfach nur zwei, drei Stichworte festhalten, die mir jetzt so aufgefallen ist. Einmal von Frau Heinsohn, dass die Demokratisierung immer in der Opposition gegen den Staat, also dass wir das, was wir an Dynamik haben, an Entwicklung, dass das im Wesentlichen gegen die autoritären Bestrebungen der Regierung und des Kaisers und des Staatsapparates passiert. Den Appell von Herrn Lappenkuber, auf jeden Fall die Zeit immer aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Ich hoffe, dass wir da in dieser Hinsicht einige wirklich gute Anregungen auch unserem Publikum geben konnten. Und dann aber mit sozusagen dieser Statik und dieser Starrheit, die Michael Dreyer betont, dann letztlich zu dem Schluss kommen, dass vielleicht alles, was da an Massenpolitisierung, an Parlamentarisierung, an Dynamik entsteht, letztlich im weiteren Verlauf der Geschichte ja vielleicht gar nicht so positiv zu bewerten ist, sondern eine ganze Menge an Problemen hervorgebracht hat, mit denen sich dann die Weimarer Republik erst auseinandersetzen wollte. Bevor wir jetzt aber hier einsteigen, Roland, kannst du uns ein paar Fragen aus dem Publikum einwerfen? Ja, selbstverständlich. Nochmal kurzer Hinweis, dass der Hashtag im Moment, über den auch schon einiges
so zu sehen war an Reaktionen. Hashtag Kaiserreich 150 ist. Ich weiß nicht, ob den alle sehen können, die auch später gekommen sind im Chat. Da haben wir zum Beispiel von Wolfgang Jäger die Frage, was die erhebliche Steigerung der Wahlbeteiligung bei den Reichstagswahlen und die ausführliche Berichterstattung über die Reichstagsdebatten in der Presse für die Demokratisierung des Kaiserreiches bedeutet hat. Vielleicht können wir, sollen wir erstmal sammeln oder möchten vielleicht die... Machen wir zwei, drei Fragen. Okay, machen wir zwei Fragen. Dann das nächste, sehr gute Verständnisfragen, aber grundsätzlich so die Frage, was ist denn eigentlich jetzt die Rolle des Kaisers in diesem ganzen Konstrukt nun mal war, weil wir ja im Moment noch einen sehr starken Fokus haben auf Reichstag und auf Reichsregierung. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Kaiser? Denn der war ja nun mal, wie wir wissen, kein besonders großer Verfechter der Demokratie. Und auch noch die Frage von Neil Filler vielleicht interessant. Die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich mit der Erinnerungskultur? Also was soll aus diesem Kaiserreich werden? Wo sortieren wir das ein in unserer demokratischen Erinnerung? Zum Beispiel ja auch vor dem Hintergrund, dass das ja auch missbraucht wird, zum Beispiel von den sogenannten Reichsbürgern, die eben der Ansicht sind, das Kaiserreich hätte im Grunde genommen nie aufgehört. Ja. Wir entschuldigen uns, dass wir hier nicht alle Fragen beantworten können. Roland von Kinzel versucht, eine gute Auswahl zu treffen. Bitte seien Sie uns nicht böse, wenn Sie da jetzt nicht dabei waren. Wer auf unserem Podium möchte einsteigen zu den Themen, die Roland von Kinzel jetzt uns aufs Tablett gehoben hat? Michael Dreyer. Ja, vielen Dank. Zunächst mal die Anregung. Wir können ja auch gerne ein paar Minuten länger machen, also müssen nicht pünktlich aufhören. Und zweitens ein Werbeblock. Manche dieser Fragen werden beantwortet in der Online-Broschüre, die wir nach der letzten Tagung gemeinsam erstellt haben. Die ist auf der Homepage der Orte der Demokratiegeschichte runterzuladen. Da ist gerade auch ein hochinteressanter Beitrag zur Stellung des Kaisers, wobei da dann Wilhelm I. gemeint ist und nicht Wilhelm II. Also das kann ich empfehlen, da ist eine ganze Menge nachzulesen, auch über vieles, was umstritten ist. Die Reichstagswahlbeteiligung, die ist in der Tat enorm hoch, was umso bemerkenswerter ist, als sie nicht einfach gemacht wurde. Denn Wahlen waren immer an Werktagen, die waren nicht an einem Sonntag und zwar an wechselnden Werktagen noch dazu. Und da war es für viele natürlich schwierig, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen. Trotzdem gibt es sie und es zeigt, denke ich, das, was wir alle gesagt haben, die Politisierung der Massen. Die ist vorhanden, obwohl die Reichstagswahlkreise niemals verändert worden im Kaiserreich, was natürlich gerade anhand der Bevölkerungsverschiebung und Urbanisierung zu einer erheblichen Benachteiligung der urbanen Gebiete führte, aber sie war trotzdem hoch, was zeigt, politisches Interesse war da in der Bevölkerung. Und ja, Erinnerungskultur, würde ich lieber abgeben an die Kollegen, aber nur so viel von mir. Ich habe den Eindruck, dass das Kaiserreich sehr lange in der deutschen Erinnerungskultur als die gute Alternative zum Dritten Reich gesehen wurde, wo im Prinzip alles noch irgendwie in Ordnung war und wo all diese Verbrechen nicht passierten, die dann später waren. Und das ist sozusagen der positive Gegenpol. Dazu passt auch die berühmt-berüchtigte Fischer-Kontroverse, als nämlich Fritz Fischer 1959 mit seinen Thesen vom Griff nach der Weltmacht an die Öffentlichkeit trat. Da sorgte das für einen gewaltigen Sturm in der Öffentlichkeit und auch in der Historikerzunft von Leuten, die auf gar keinen Fall bereit waren, zuzugestehen, dass das Kaiserreich doch ein bisschen mehr Schuld am Ausbruch des Ersten. Das ist jetzt etwas flapsig gesagt, aber dahinter steckte natürlich auch die Notwendigkeit, ein positives Merkmal zu haben. Und wenn man sich noch die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag
des Kaiserreiches von 1971 anguckt, die sind auf eine Art, ja, naiv, möchte ich sagen, dass wir uns das heute kaum vorstellen können. Dieses Ausmaß an Kritik, was wir hier schon alle drei geäußert haben, das wäre 1971 noch kaum denkbar gewesen, außer natürlich in marxistischer Geschichtsschreibung oder so, aber im Mainstream nicht unbedingt. Also da ist auch noch viel aufzuarbeiten. Bei Deutschlandfunk Nova kann man einen Podcast hören, der heißt Eine Stunde History. Dort ist die Stunde meistens nach 40 bis 50 Minuten zu Ende. Es kann durchaus sein, dass bei uns die Stunde erst nach 70 Minuten zu Ende ist, solange alle Beteiligten da auch die paar Minuten Zeit noch mitbringen können. Machen wir vielleicht gerade mit der Erinnerungskultur weiter. Da ist natürlich Herr Lappenküper auch sehr kompetent, uns da mehr darüber zu sagen. Ja, gerne. Also ich denke, wir sollten uns darauf verständigen können, dass das Kaiserreich die wohl einzig realistische Antwort auf eine seit Generationen schwelende deutsche Frage gewesen ist. Es war eine wichtige Etappe auf dem ausgesprochen verschlungenen Weg der Deutschen zur Demokratie. Es war über lange Jahrzehnte eine Friedensmacht in Europa und, so hat Jörn Leonhard mal formuliert, ein Fortschrittsmodell als Rechtsverwaltungs- und Sozialstaat. Ich bin anders als der von mir schon wiederholt erwähnte Eckhard Conze nicht der Meinung, dass das Deutschland der Gegenwart nicht in der Kontinuität oder in der Tradition des Kaiserreiches steht. Es gibt etliche Analogien oder Verbindungslinien, die über die Gründung des Nationalstaats weit hinausgehen. Ich denke an den Föderalismus, ich denke an die Sozialstaatlichkeit. Anderes könnte man hinzufügen, die staatlichen Institutionen, das von mir wiederholt erwähnte Wahlrecht, das dann 1918 um das Frauenwahlrecht erweitert wurde. Die Frage, ich glaube, Herr Dreyer war es vorhin, da bin ich fast zusammengeschreckt, das aus Ihrem Munde zu hören, ob wir den 150. Jahrestag feiern sollen. Das muss jeder für sich beantworten. Aber wir sollten ihn auf jeden Fall als wichtigen Tag der Erinnerungskultur der Deutschen in unseren, ja, wie soll man das nennen, also in das kollektive Gedächtnis mit aufnehmen, das Reich zu verdammen und aus dem Erinnerungshaushalt zu eliminieren, wäre, wie ich finde, vollkommen falsch. Wir sollten uns dieses Kaiserreiches erinnern, wir sollten seiner gedenken und wie ich finde, wir sollten dem Kaiserreich auch einen wichtigen Platz im Demokratiegedächtnis der Bundesrepublik nicht versagen oder zumessen. Das Kaiserreich war eine wesentliche Epoche der deutschen Geschichte und genau so sollten wir diesen Teil der deutschen Geschichte auch behandeln. Frau Heinzsohn meldet sich. Ja, ich habe ja gleich sehr emotional reagiert. Auch Herr Dreyer, ich bin auch zusammengezuckt, als Sie den Begriff feiern genannt haben. Da, Der war nicht von mir, sondern von Herrn Dreyer, ne? ja, von Herrn Dreyer, genau. Moment, damit hatte ich die Feierlichkeiten zum 100. Ja, Jahrestag. ist nicht so wichtig jetzt, aber ich glaube, wir Nicht sind uns. das, was wir hier machen. Ich meine, die kritische Ja, ich Auseinandersetzung, glaube auch nicht, die dass Herr wir das. Lappenküper anmahnt, die machen wir ja gerade hier. Genau. Also ich glaube auch nicht, dass jemand von uns hier tatsächlich etwas feiern will, und schon gar nicht den 18. Januar. Wo ich aber noch ein bisschen weitergehen würde, jetzt als Sie, Herr Lappenküper, wäre erstens, die Erinnerung an das Kaiserreich muss meiner Ansicht nach extrem kritisch ausfallen. Das, was wir jetzt hier tun, sollte die Basis sein der Erinnerung an das Kaiserreich. Ich denke auch, dass die Erinnerungskultur
nicht so sehr stark von uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern her gedacht werden sollte, sondern noch vielleicht ein Tick mehr von der Gesellschaft her auch entwickelt werden könnte. Die Politikerstiftungen sind da ja, haben da eine wichtige Rolle, auch Orte der Demokratie spielen da eine wichtige Rolle. Aber für mich wäre das, wenn ich an Demokratiegeschichte denke, dann würde ich das Kaiserreich sozusagen als den Ort der Opposition stark betonen in einer Demokratiegeschichte, aber ich würde nicht das Kaiserreich als zugegebenermaßen wichtige Epoche der deutschen Geschichte, aber nicht das Kaiserreich wäre für mich ein wichtiger Teil der Demokratiegeschichte, sondern da würde ich schon darauf bestehen wollen, dass das dann differenziert wird, was daran für die Demokratiegeschichte wichtig wäre. Und das wäre für mich ganz klar die Oppositionsbewegung gegen autoritären Obrigkeitsstaat. Herr Dreyer hat das vorhin alles wunderbar in seinen 6 Punkten zusammengefasst. Daraus können wir etwas lernen für die Demokratiegeschichte, also wenn es überhaupt um das Lernen in der Geschichte geht. Und insofern bin ich gar nicht so sicher, ob wir hier tatsächlich so viel über Erinnerungskultur sprechen sollten. Also damit wäre ja zum Beispiel verbunden, die Darstellung in Museen nochmal zu überdenken und so weiter. Die ist ja meistens schon relativ kritisch. Also ich kenne eigentlich kaum ein Museum, in dem nicht kritisch die Geschichte des Kaiserreichs dargestellt wird. Sondern wir sollten uns fragen, warum wollen wir heute an das Kaiserreich anschließen? Dieses Bedürfnis sehe ich gar nicht so stark. Ich glaube, das ergibt sich jetzt aus diesem Jahrestag und es ist insofern ziemlich künstlich. Allerdings würde ich Herrn Lappenkümmer recht geben, dass natürlich viele Institutionen, auch gesellschaftliche Institutionen, die wir haben, ihre Wurzeln schon im Kaiserreich oder sogar noch davor haben. Man denke nur an das Parteiensystem. Wir haben ja eine wesentliche Partei heute, die damals sogar genau unter diesem Namen schon existierte, die SPD. Und da besteht natürlich eine Verbindung. Auch die CDU als Erbe der Zentrumspartei. Oder die liberalen Parteien, die haben alle ihre Wurzeln schon im Kaiserreich oder sogar vor dem Kaiserreich. Der Bundesrat heißt heute wieder Bundesrat nach dem Reichsrat der Weimarer Republik und die Zusammensetzung des Bundesrates finden Sie so in keiner anderen föderativen Demokratie der Welt. Das ist eine rein deutsche staatsrechtliche Erfindung. Und da gibt es vieles, was man sagen könnte. Ich meine, ehrlich gesagt, 100 Jahre. Oder 150 Jahre, sind ja auch nicht so lange her in der menschlichen Geschichte. Da hat sich zwar enorm viel verändert, aber Ja, aber gerade mit ist dem dann nicht Übergang. trotzdem die Frage, Herr Dreyer, ob wir uns dann ausgerechnet auf den 18. Januar mit dieser Propaganda-Inszenierung in Versailles erinnern sollten? Das würde ich für das falsche Datum haben. Da würde ich Ihnen in Ihrem Eingangsstatement völlig recht geben. Da müsste man eher den Verfassungstag dann vielleicht nehmen, wenn man auf diese staatsrechtlichen Begründungen in der Verfassung nochmal hinweisen will. Das finde ich d'accord. Oder auch die Sozialgesetzgebung d'accord. Aber das ist dann eben nicht der 18. Januar 1871. Ja, aber solche Jubiläen, solche runden Daten geben uns natürlich auch die Möglichkeit, Themen aufzugreifen und sie in die Öffentlichkeit auch zu tragen, wo sie sonst nicht so präsent wären. Also das sind natürlich auch Chancen, die es zu nutzen gilt. Und das war vor 2 Jahren mit dem Jubiläum der Weimarer Republik der Fall. Das war 2014 mit 100 Jahre Erster Weltkrieg, den sicherlich auch keiner gefeiert hat, aber an den gedacht wurde. Und die Bedeutung dieser Jubiläen, ja, ich bin dankbar dafür, dass es sie gibt und dass man sie zum Anlass nehmen kann, nachzudenken. Ich würde hier auch noch einmal unseren Bundespräsidenten zitieren oder paraphrasieren. Gedenktage kommen ungerufen und manchmal kommen sie sogar ungelegen. Aber sie sind trotzdem Chancen, um eben wieder eine neue Aufmerksamkeit auch. Aufmerksamkeit ist mit das kostbarste Gut, das wir heute in unserer Gesellschaft haben. Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen kann das lenken, die letztlich doch wichtig sind und viel zu wenig beachtet werden.
Ich möchte gerne eine Nachricht, die mich als Privatnachricht erreicht hat im Chat, gerne zum Einstieg in die Schlussrunde verwenden. Die Frage nämlich, ob denn die Mehrheit der Bevölkerung damals begeistert war von der Reichsgründung. Und daran dann vielleicht auch anschließen, ja, und wie das, was Frau Heinsohn gerade auch unsere Aufmerksamkeit in die Richtung gelenkt hat, also auch, wie sieht das heute in der öffentlichen Erinnerung aus? Also, wie stand die Gesellschaft damals zum Kaiserreich und wie wollen wir, welche Angebote machen wir heute der Gesellschaft auch wieder, nicht das Kaiserreich zu feiern, aber uns daran angemessen zu erinnern? Und machen wir vielleicht die umgekehrte Reihenfolge wie bei den Einstiegsstatements. Also fangen wir mit Michael Dreyer an. Das ist gemein, dass ich mich als Erster dazu äußern muss. Das ist nämlich eine sehr schwierige Frage. Also bei der Gründung und in den Jahren danach. Man muss da, denke ich, differenzieren, wie wir es die ganze Zeit getan haben. Die Reichsfeinde hatten keinen Grund, sich zu freuen. Die Katholiken in Deutschland hatten sehr schnell überhaupt keinen Grund, sich zu freuen über das Kaiserreich, und ich glaube, sie haben sich auch nicht gefreut bis sehr lange. Aber dass eine Mehrzahl der Bevölkerung trotz allem hinter dem Kaiserreich stand, das ist, glaube ich, obwohl ich jetzt keine Umfrageergebnisse von 1895 vor mir liegen habe, die Identifizierung mit dem Kaiserreich, die ist da. Und bei den meisten Parteien, selbst bei der SPD bis zu einem gewissen Grade, findet man sich auch ab mit dem Kaiserreich. Also auch die linksliberalen Parteien pochen als Partei nicht mehr scharf auf eine weitere Demokratisierung, sondern man richtet sich gerade im Bürgertum, gerade im protestantischen Bürgertum, behaglich ein in diesem Kaiserreich und freut sich über die Weltgeltung, die Deutschland jetzt hat. Und gleichzeitig fühlt man sich natürlich auch zu kurz gekommen und überall nicht genügend gewürdigt für all die großen Errungenschaften. Also ja, ich denke, wenn man 1913 eine Umfrage gemacht hätte oder so, hätte niemand oder kaum jemand dafür plädiert, das Kaiserreich aufzulösen und irgendwie zum Status quo ante zurückzugehen. Da hat man sich doch eingerichtet in die Realität. Und wir heute, ja, ich denke, die Diskussion ist noch längst nicht abgeschlossen dazu. Da sind noch so viele offene Fragen. Und in einem Moment, wo die Diskussion um den Nationalsozialismus nicht mehr die ganze Luft heraussaugt aus der historisch geschichtspolitischen Debatte, denke ich, ist es auch Zeit, sich über frühere politische Systeme wieder Gedanken zu machen. Das nächste Jubiläum, das droht, ist ja dann Paulskirche, und da wird dann mit Sicherheit der Erinnerungstrubel das nächste Mal kommen. Herr Lappentüber. Ja, zum einen, auch wenn ich wie Herr Dreyer keine Meinungsumfragen von 1871 oder von 1895 vorlegen kann, so gibt es doch aus der Literatur ein hinreichend klares Bild, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen der Gründung des Kaiserreiches 1871 mehr oder minder lautstark zugestimmt haben. Dass es Bevölkerungsgruppen gab, die ja in einer gewissen Zurückhaltung dem Kaiserreich gegenüberstanden, ist vollkommen richtig. Das waren natürlich die Verlierer, wenn man so will, die Welfen. Das waren zum Teil auch die süddeutschen Partikularisten oder die Anhänger der süddeutschen Monarchien, jene Kräfte, die befürchtet haben, dass nun die preußische Pickelhaube alles und jeden im Kaiserreich würde bestimmen müssen. Das waren sicherlich auch ein Gutteil der Katholiken, die eher
Großdeutsch oder pro-österreichisch gedacht haben, die sich in diesem ja doch im Wesentlichen protestantischen Kaiserreich nicht so unbedingt wohlfühlten. Aber ein wenig anders als Herr Dreyer es gerade betont hat oder dargelegt hat, bin ich schon der Auffassung, dass selbst die von Bismarck verfolgten Reichsfeinde nicht das Kaiserreich als solches nun als das Problem ihrer eigenen Verfolgung oder politischen Bekämpfung gesehen haben, sondern dass auch, Sie haben es ja selbst auch erwähnt, Herr Dreyer, die Sozialdemokraten oder die Anhänger der Sozialdemokratie, die Arbeiterschaft und auch ein Gutteil der Katholiken sich dann relativ rasch sogar im Kaiserreich, um mit ihren eigenen Worten zu sprechen, eingerichtet haben und dann im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte ganz eine fast unisono vorhandene positive Grundstimmung in der Bevölkerung gegenüber dem Reich es gegeben hat. Wenn ich das machen darf, würde ich ganz gerne noch an zwei Formulierungen von vorhin anknüpfen wollen, und zwar von Herrn Dreyer und von Frau Heinsohn. Wenn wir von der Demokratie und von der nicht vorhandenen Demokratie im Kaiserreich gesprochen haben, würde mich natürlich schon interessieren, welcher Staat der damaligen Zeit eigentlich den Maßstäben der Demokratie, so wie wir sie jetzt angelegt haben, der Volksherrschaft, der Volkssouveränität, entsprochen hat. Gab es denn damals überhaupt in Europa wirklich Demokratien in diesem Sinne? Vielleicht mal von der Schweiz und von Frankreich abgesehen. Und auch in Frankreich gab es eine Art von Antisemitismus, der einer Demokratie nicht gut zu Gesicht steht. Der zweite Punkt an Frau Heinsohn gerichtet. Sie haben vorhin davon gesprochen, die Erinnerung an das Kaiserreich müsse, Zitat, extrem kritisch sein. Kritisch ja, extrem weiß ich nicht. Aber wenn wir den Blick auf die Demokratiegeschichte noch einmal zurückwerfen, fände ich es nicht unproblematisch, wenn wir andere Phasen der deutschen Demokratiegeschichte, ich denke nicht zuletzt an die von Ihnen schon angesprochenen Herr Dreyer 48er Zeit, nun gewissermaßen gegen das Kaiserreich ausspielen. Also hier die guten 48er und da die bösen Wilhelmina oder Bismarckianer oder so. Ich finde, zur Demokratie, zu einer ausgewogenen oder zu einer kritischen Sicht auf die deutsche Demokratie, deutsche Demokratiegeschichte des 19. Jahrhunderts gehört es, in beiden Epochen, sowohl jetzt die 1840er Jahre, wenn man das nun als Epoche fassen möchte, als auch das Kaiserreich, naja, in Anführungsstrichen, die lichten und die dunklen Momente herauszuarbeiten. Zur 1848er Revolution gehört auch, dass die den Krieg gegen Frankreich und die Rückeroberung von Elsaß-Lothringen propagiert haben. Zu den Nationalliberalen des späten 19. Jahrhunderts gehört auch, dass die Weltpolitik betreiben wollten. Also das Plädoyer noch einmal oder auch der Appell, die Ambivalenzen, die Vielschichtigkeiten der deutschen Demokratiegeschichte stärker als das bisweilen holzschnittartig in geschichtspolitischen Interventionen jüngster Zeit geschehen ist, herauszuarbeiten, um den Epochen dann wirklich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ja, da kann ich gleich direkt anschließen. Vielen Dank, Herr Lappenküpper. Ich finde ja auch, dass die 48er Revolution und die Jahre danach genauso extrem kritisch angeguckt werden sollten, obwohl ich dort vielleicht den einen oder anderen Aspekt stärker betonen würde in Richtung einer, da haben wir eine Vorform, eine Voridee von Demokratie oder wie Herr Dreyer gesagt hat, Volkssouveränität, ja, oder die Gründung der Verfassung auf den Willen des Volkes. Aber das ist meine grundsätzliche Haltung. In der Erinnerungskultur sollten wir eher kritisch sein, und nicht affirmativ, apologetisch. Darauf bezog sich die Betonung des extrem kritisch. Und das wäre auch mein Plädoyer jetzt auf Ihre Frage, Herr Lang, wie sollen wir denn jetzt mit dem Kaiserreich umgehen, genauso wie mit anderen Phasen der deutschen oder auch irgendeiner anderen Geschichte?
in kritischer Absicht, das heißt, sich selbst zu befragen, was interessiert mich daran und warum interessiert es mich jetzt gerade so stark? Was sagt das über mich aus und was weiß ich über diese Zeit oder diese Gesellschaft? Und wie würde ich das vor dem Hintergrund meines Wissens bewerten? Das mache ich nicht nur mit dem Kaiserreich so, sondern das würde ich mit Weimar genauso machen wie jetzt mit Beispiel der 48er Revolution. Die andere Frage haben die beiden Herren vor mir schon beantwortet. Da will ich das jetzt nicht nochmal sagen. Das ist auch mein Wissensstand. Es gibt eine große Zustimmung zur Gründung des Reiches in der Bevölkerung. Die wird aber sehr schwer zu fassen sein. Also wir haben eigentlich nur die Zeitungsberichte dazu, also Presse, dann Intellektuelle und ein paar Romanverarbeitungen. Ob sich daraus eine Stimmung in der Bevölkerung ableiten lässt, wissen Sie, ist geschichtswissenschaftlich höchst problematisch. Das haben wir schon bei der Begeisterung für den August 1914 erlebt. Vielleicht zu viel. Ja. Kurz noch auf die Demokratien Bitte? von 1914. Danke. Das habe ich akustisch nicht verstanden. War das eine Frage Wollte an noch mich? ganz kurz auf das, was Herr Achso. Lappenkübler angesprochen hat, Demokratien von 1914. Da gibt es tatsächlich schon einige. Also wenn man Parlamentarisierung von Monarchien nennt, und die Umwandlung in parlamentarische Monarchien, gut, das sind keine Demokratien in unserem Sinne, allein schon dadurch, dass es nirgendwo Frauenwahlrecht gibt, sind sie schon ausgeschlossen davon. Aber es sind genau diese dynamischen Schritte in die richtige Richtung, die wir beim Kaiserreich eben versäumt haben. Und wenn Sie sich dann angucken, praktisch alle Monarchien, die es geschafft haben, sich in parlamentarische Monarchien umzuwandeln um 1900 herum, Skandinavien, Skandinavien, genau. Benelux, Großbritannien, die sind heute auch noch alle Demokratien, weil die genau diese Reformen, die in Deutschland nicht möglich waren, geschafft haben zu einem Zeitpunkt und auf diese Art auch ins 20. Jahrhundert dann ein Ausmaß an Stabilität mit hineingenommen haben, das Länder wie Deutschland, Österreich, Ungarn, Russland eben nicht auf ihrem Territorium herstellen konnten, gerade weil diese rechtzeitigen Reformen ausgeblieben sind, während die anderen Länder sie geschafft haben. Gut, das sind nicht die Großmächte gewesen, abgesehen von Frankreich und Großbritannien. Aber es gibt ja wohl Beispiele, wo vor 1914 zwar keine voll entwickelten modernen Demokratien da sind, aber doch sehr kräftige demokratische Ansätze, die dann auch zu entsprechenden Fortentwicklungen geführt haben. So, ich halte fest, wir haben einen scharfen Dissens darüber, wie extrem kritisch unser Blick auf das Kaiserreich sein soll, aber dahinter einen breiten Dissens, dass es sich bei dem Kaiserreich um ein extrem vielschichtiges Konsens. politisches System, Konsens. Konsens, danke, ja, um ein extrem vielschichtiges politisches System gehandelt hat, das von einer Vielzahl von Grautönen gekennzeichnet ist, indem man Ansätze findet für die Entstehung oder indem man die Entstehung beobachten kann von gesellschaftlichen Kräften, die auch für unsere heutige Demokratie noch sehr wichtig sind, die aber auch im internationalen Vergleich vielleicht nicht, nee, die nicht die, den Niederschlag dann auch in der Verfassungsstruktur gefunden haben, wie das manche andere Nachbarn im europäischen Vergleich geschafft haben. Was wir daraus jetzt für unsere heutige Erinnerungskultur machen, das bleibt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung vorbehalten. Wir hoffen, dass wir hier, wie das die Geschichtswissenschaft und die Geistes- und Sozialwissenschaften machen können, Angebote geliefert haben für die Gesellschaft, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und sich auch dann eine fundierte und dem besten Stand unserer Kenntnis angemessene Meinung über die deutsche Geschichte in aller ihrer Vielfalt bilden zu können. Wir bedanken uns sehr bei den drei Podiumsteilnehmern. Wir bedanken uns auch sehr bei Ihnen allen im Publikum und für die vielen Fragen, die wir leider alle irgendwo ignorieren mussten.
Aber wir haben die Fragen auch aufgenommen, die gehen nicht verloren und wir laden Sie ein, wie das Roland von Kinzel auch schon im Chat gemacht hat, uns bei Twitter und auf Facebook weiter treu zu bleiben und dort mehr Angebote dieser Art zur Demokratiegeschichte und zur Geschichte, zur deutschen Geschichte im Allgemeinen wahrzunehmen. Vielen Dank, einen schönen Abend und bis bald.